Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video meines Winterprojekts. Muss das Ding halt erstmal komplett strippen. Heute fange ich an mit ein bisschen sauber machen und alles abbauen, was ich heute schaffe abzubauen. Ja, also los geht's mit dem Umbauprojekt. Sachen wie, warte, da steht Starter dran. Soll heißen, dieses Kabel kommt von hier unten. So, da habe ich das abgeschraubt. Und dass ich das da auch wieder erfinde, habe ich das halt so beschriftet. Ein bisschen weiter als ich beim letzten Mal war. Ich habe die ganzen Armaturen soweit abgebaut. Gasgriff hängt hier rum, das heißt, der Lenker ist nackig. Ich kriege diesen Stecker nicht auseinander. Das ist das Teil, was normalerweise da oben am Lenker hängt. Und den Stecker hier habe ich schon, die Sicherung habe ich schon ab. Aber der geht einfach nicht auseinander, was so viel heißt wie, er kriegt der Teil jetzt nicht vom Motor getrennt. So, da haben wir das Hütestück. Das ist der komplette Heckrahmen und das ist die Stuntbar, so wie wir sie rangebaut haben. Oder 12 Clock Bar oder Wheelie Bar oder wie auch immer ihr das Ganze nennen wollt. Also das ist der Original Heckrahmen. Das ist die Stuntbar. Stand gesetzt werden muss. Soll so viel heißen wie, wir fangen jetzt damit an, das Öl abzulassen. Wir lassen das Wasser ab, bauen die Kühler ab, dass wir hier vorne ein bisschen mehr Platz haben. Das nächste wird sein, dass wir den Ventildeckel abbauen und ab da jetzt dann weiter mit den tatsächlichen, ich sag jetzt mal, detaillierten Informationen dazu. Und ja, wie man hier sieht, also ich habe jetzt irgendwie die letzten 15 Betriebsstunden, glaube ich, 15, 18 Betriebsstunden kein Ölwechsel gemacht. Und an den Magneten ist so gut wie kein Rückstand zu erkennen. der Kamera-Akku war leer, der Bier-Akku war auch alle. Wir mussten erstmal einen Berliner Kinder-Jubiläumspilsener mal nachlegen. Was einer der Gründe dafür ist, warum die Disco-Kugel jetzt alles. Also wenn ihr jetzt hier irgendwie seht, dass sich hier was bewegt und irgendwas lustig sich dreht, liegt es daran, dass wir das erste Bier weg haben. Das heißt, ab jetzt wird es wahrscheinlich deutlich seriöser, als es vorher war.
aufbauen zu können, muss man die Schwinge ausbauen. Zeigt euch alles detailliert jetzt sofort.
Seid irgendwie nicht ganz so blöd angestellt zu haben. You a slave to a page in my rhyme book. Hiermit endet das Winterprojekt 2017-2018. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß, ich hoffe, ihr hattet Freude an dem Projekt, ich konnte euch helfen, ich hoffe, ihr habt vielleicht viel mitgenommen für eure zukünftigen Projekte oder eure Bikes oder was ihr auch immer bauen wollt. Jungs und Mädels, vielen, vielen, vielen Dank für euren Support, für alle Leute, die Merch gekauft haben. Leute, ihr habt mich unheimlich unterstützt. Ich freue mich riesig darüber, über die Resonanz, die gekommen ist zum Winterprojekt. Das ist die erste Videoserie überhaupt, die ich gemacht habe bisher. Und auch insgesamt jetzt die 10 Teile, heute der 11. Teil, so ziemlich das Erfolgreichste, was ich je auf YouTube gemacht habe. Ich bin super, super stolz. Ich freue mich megamäßig, dass ihr alle mich da so unterstützt habt, so supportet habt. Bedeutet mir die Welt. Das Motorrad ist fertig. Bis zum nächsten Mal.